Okay, danke. Und auf. Dann. Wie kommt der hier? Wie trifft er den Kamera? Passt aber ganz schön Wumms drauf. Hm, klar. Das bin ich, Johanna. Die nächsten 7 Tage arbeite ich am Filmset vom Polizeiruf 110. Team Rostock, also mit Charlie Hübner und Anneke Kim-Sarnau. Wie Millionen andere bin ich Sonntagabend 2015 dabei. Als Zuschauer. An einem Filmset war ich noch nie. Das wollte ich aber schon immer mal. Wie funktioniert das alles hier? Und wer steckt eigentlich hinter den ganzen Namen im Abspann? Ein Krimi mit Knarren. Es knallt. Und das klingt doch spannend. Mein Job? Setrunner. Also Mädchen für alles. Und dafür brauche ich? Wir haben die ganzen Walkies auf dem Auto. Die Abteilung behalten die Walkies meistens. Ein Walkie-Talkie. Ist ja auch noch hier so. Ohne Funkgerät geht beim Film gar nichts. Musst du dich wieder verkabeln? Mit sowas kommt man sich immer so direkt so wichtig vor. Einfach einmal gedrückt halten. Und okay. Dann und dann hören mich alle? Kann man ja voll den Schabernack mit machen. Feierabend. Ja. So, und jetzt müssen wir gleich gucken, wir positionieren sie lieber da so hin, weil hier wird wahrscheinlich so irgendwie gleich die Szene ablaufen. Auch Tünay ist neu im Team und muss sich beweisen. Er macht ein Praktikum beim Film, auch als Setrunner. Im Drehbuch steht heute Klinik Park, Bild 86, Außendreh Tag. Nur der Bagger hier, der steht nicht im Drehbuch. Film ist Fiktion, da kann die Realität manchmal stören. Moin! Hey, haben wir eine Frage? Wir drehen da drüben gerade, ne, einen Film. Ja. Und der Bagger ist ein bisschen laut, ne? Weißt du ungefähr, was du in 15 Minuten machst? Baggerst du da oder machst du da ein Kaffeepäuschen? Das kann man um 12:30 machen. 12:30 erst? Von 12:30 bis 1. Es ist ja nicht das dauert ja nicht so lange, der Dreh. Wir sind ja jetzt nicht den ganzen Tag da, sondern immer jetzt nur mal kurz, so 2 Minuten, wo ich sagen würde, jetzt kurz einmal. Und dann ist wieder, sagen sie, Cut. Und dann kannst du hier weitermachen. Das nur, weil, wenn ich jetzt sage, 15 Minuten einmal still, dann ist der Schauspieler nicht fertig, dann stimmt das Licht nicht. Weißt du, dann hast du uns 15 Minuten gegeben, aber wir konnten damit nichts anfangen. Das kannst du, ich glaube, nächstes Jahr ist es. Wer schnacken kann, ist klar ein Vorteil beim Film. Also das ist der Deal, ne? Es kommt quasi durch per Funk, dann sage ich einmal so, bitte gerade nicht und gar nichts und dann geht's wieder weiter. Immer wenn Cut ist, dann können sie wieder losgehen. Genau. Ja. Oh, jetzt schon. Absolute Ruhe. Zeig mal an. Okay. Alles klar, das sag ich. So, also jetzt können Sie 2 Minuten noch mal weiter baggern und dann kommt gleich noch mal das Zeichen. Wird sofort gemacht. Nichts mit Krimi und Knarren. Und knallen darf's auch nicht. Na toll. Cut. Also ihr könnt wieder ein bisschen baggern. Wir gehen auf Anfang zum Drehen. Achtung bitte. So, die drehen jetzt gleich nochmal. Also gleich. Geil, Achtung, absolute Ruhe bitte, wir drehen. Erster Tag und meine Begeisterung bröckelt. Neuer Drehtag. 2 Stunden vor Drehbeginn. Wir sind immer als Erste da, um die Base, also das Lager für den Dreh, aufzubauen. Die anderen trudeln nach und nach ein. 2 Maskenbildnerinnen, 3 Garderobieren, 7 Beleuchter, 1 Requisiteurin, 5 von der Kameraabteilung, 2 vom Ton, die Aufnahmeleitung, der Produktionsleiter, 1 Regisseur, 1 Regieassistenz, die beiden Hauptdarsteller, 3 Statisten. Insgesamt etwa 40 Leute. Ein Riesenzirkus.
Läuft. Und bitte. Und Tünay und ich, wir passen auf, dass keiner den Dreh stört. Sag mal, ist das eigentlich dein erster Film? Ja. Hast du das vorher gemacht? Mucke, Musik. Für Stage Manager und Backliner. Mit Backliner habe ich angefangen. Okay. Dann habe ich Ton gemischt. Das ist ja halt gar nicht so schlecht. Warum willst du jetzt nochmal ein Praktikum beim Film machen? Ja, aber ich habe 10 Jahre jetzt diese Musik nochmal gemacht und fort mal neue Luft schnuppern, denke ich. Mein Hauptziel ist eigentlich nur Connections. Also sein Netzwerk zu erweitern. Weil ich meine, die Reise, wo sie hingeht, ist ungewiss. Aber man muss halt mit dem ersten Schritt beginnen. Und das ist auch das Interessante daran. Mhm. Hier hast du jetzt alleine schon wieder 40 Leute kennengelernt. So, und wenn du dich überall irgendwie ganz gut anstellst, dann ist automatisch, dass sie sagen, ey, der Typ war ganz gut, lass ihn mal anrufen. Ob das ist natürlich auch eine Glückssache, aber das ist auch eine Einstellungssache. Und was ist, wenn der Film hier vorbei ist? Was machst du dann? Wenn der Film vorbei ist, rede ich mit der Aufnahmeleitung, frage, ob ein nächstes Projekt ansteht. Und dann mal gucken. Keine Gedanken mehr. Film gibt dir keine Sicherheit und auch nicht wirklich viel Kohle. Was nehmen die hier alles in Kauf, um dabei zu sein? Was gibt dieser Job den Leuten hier, was sie woanders nicht finden? Gedreht wird nicht chronologisch, das spart Geld. Heute zum Beispiel drehen wir alle Szenen, die im Wald spielen, damit das Team nicht mehrmals in den Wald kommen muss. Erst im Schnitt werden die Szenen dann in die richtige Reihenfolge gebracht. Nach Drehschluss dauert es dann noch so 2 Monate, bis der Film komplett fertig ist. Ja? Wo? Moin! Nächster Tag, 8 Uhr morgens. Heute drehen wir an der Werft. In den letzten 3 Tagen habe ich niemanden außer meinen Kollegen gesehen. Vom Frühstück bis zum Feierabendbier spät abends. Die Arbeit beim Film schafft Nähe. Ob du willst oder nicht. Soll ich das da drauf packen oder nach hinten, René? Nee, hinten ist voll. Ja. Noch irgendwas? Ja, weißt du, wo die Container sind? Ja, da, wo die ganzen Container stehen. Genau, und der blaue. Ne? Genau. Ja. Ich komme auch mit und baue mit auf, wenn da noch irgendwo Platz ist. Soll ich rüber? Ja, von der anderen Seite. Das hier ist Fahle. Vor 15 Jahren hat auch er mal als Setrunner angefangen. Eigentlich wollte er studieren. Wenn du hier dich langsam reindrehst, können wir da schon. Jetzt ist er Oberbeleuchter. Er hat sich hochgearbeitet zum Chef der Lichtcrew. Okay, beim Film brauchst du eher Durchhaltevermögen als einen Uniabschluss. Woher kommt das eigentlich, dass so viele Leute aber Film machen wollen? Also das Image ist ja schon ganz schön gut. Das Image ist was? Gut? Gut. Ja, natürlich ist es gut. Ist doch auch ein spannendes Metier, oder? Du triffst auf Menschen, die du sonst noch aus dem Fernsehen kennst. Du arbeitest an verrückten Orten. Du arbeitest zu Zeiten, wo kein anderer arbeitet. Du kriegst 3-mal am Tag Essen gereicht. Und ja, du musst dich um nichts mehr selber kümmern. Du musst dich um nichts mehr selber kümmern. Und irgendwann verdienst du halt auch halbwegs Geld damit. Und manchmal ist Film einfach nur ein Spielplatz für Erwachsene. Was hat er jetzt? Mit verdammt teurem Spielzeug. Gespielt wird auch mit Puppen, damit dem Wichtigsten hier am Set bei Stunts nichts passiert. Ja, ich komm gleich. Der kriegt voll eine rein. Double und Puppe. Also das geht gar nicht. Hast du dir selber eins in die Fresse? Den mach ich platt. Wie, die Puppe oder das Double? Beide. Du wagst es, mich zu imitieren. Hier am Filmset dreht sich ja schon sehr viel, wenn nicht alles irgendwie so um dich als Schauspieler. Wie ist denn das so? Am Anfang hat mich das irritiert, weil es am Theater so gar nicht ist. Da musste immer aufmerksam buhlen. Ich weiß nicht, woher das herkommt. Das hat ja seine Wurzel, glaube ich, daran, dass es Steven gab, die das eingefordert haben, aber dass auch man, weil die Hektik so hoch ist und der Zeitdruck so hoch ist, dass man uns aber das Gefühl geben will, wir kriegen die Zeit, die wir brauchen. Mittlerweile kriege ich es nicht mehr mit, weil man so konzentriert ist und wir hier jetzt im Speziellen ja auch einfach eine sauastreine Truppe sind, die vor Ort ja auch noch so viel rumspinnen und ausbaldowern, dass ich das gar nicht mitkriege, dass
permanent mir einen Schirm hinterhergetragen wird. Heute darf ich ihn mal den Schirm hinterhertragen. Wir sind alle ein Team, aber gleich sind wir deswegen noch lange nicht. Beim Film gibt es klare Hierarchien. Ja, mach ich. Den da? Nee, den da hinten. Den? Ja, den. Der ist aber noch nicht sauber gemacht. Dann mach ich den schnell einmal sauber. Kann ich das nämlich? Kann ich den gleich benutzen? Sehr schön, vielen Dank. So nah ran wie Alex kommen nicht viele Menschen an Stars. 8 Quadratmeter Ruhe. Nur wir drei. In der Maske wird Schauspieler Christian zur Rolle Max. Zumindest optisch. Und wie merkst du dir, wie die dann aussahen? Also ich meine, die müssen ja dann in jeder Szene. Machst du mal danach ein Foto? Foto, aber meistens, also es ist halt so, ja, am Anfang macht man noch Fotos und irgendwann, also du weißt ja, wie deine Schauspieler aussehen. Also du fotografierst sie ja auch vor deinem inneren Auge ein bisschen ab. Mhm. Also du weißt ja, wie die auszusehen haben und du weißt, ob die Bartlänge zu lang oder zu kurz. Also da, irgendwie hat man dafür so ein Gefühl, ne? So ein Gespür. Ach, ich würde sagen, wir sind fertig. Es ist perfektes Timing, du kannst ihn gleich mitnehmen. Wie so ein Gerät, ne? So, er ist jetzt fertig. Das Objekt ist fertig. Rolle Max ist fertig. Man hat ja auch eine gewisse psychologische Funktion. Man ist auch der Seelsorger für seinen Schauspieler, der morgens hier reinkommt, völlig müde. Was weiß ich, was man erlebt hat den Tag davor. Und man ist dann einfach eine eingeschworene Einheit. Und man hat mit manchen Schauspielern auch tatsächlich ein sehr freundschaftliches Gefühl, so. Man ist sich sehr nah als Maskenbildner und Schauspieler. Und kommen auch ab und zu mal Freunde an und die sagen so, boah, voll geil, du bist immer, die warten auf Autogramme so von den Stars und du sitzt da und fummelst denen eine Stunde im Gesicht. Doch. Also, ja. Also es gibt schon die Freunde, die dann wirklich sagen, oh, wie toll, und du warst mit dem und dem und den mag ich so gern. Und oh, ich habe letztens den und den, das und das gesehen, was du gemacht hast. Oh, das war so toll und oh, das war voll spannend. Und ist so. Das auch ganz cool? Ja, das ist ganz cool, aber weißt du, das ist so... Das ist schön, aber es ist so eine derartige Randerscheinung für mich. Also ich mache meinen Job wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Ich mache ihn total gerne. Und ich mache ihn ja, wie gesagt, jetzt auch schon ein paar Jahre und möchte ihn ehrlich gesagt noch ein paar Jahre machen. So, ja. 4. Tag und wir sind wieder woanders. Ein stillgelegtes Krankenhaus. Ausgestorben. Im Film wird es wiederbelebt. Es steht zwar in Hamburg, aber im Film steht es in Rostock. Heute ist es draußen diesig und grau. Drinnen aber scheint die Sonne. Film ist fake. Absolute Ruhe bitte hier drehen. Und Ton ab. Ton läuft. 25 3D1 A und B Kamera. Mhm. Und Video laufen lassen bitte. Alles klar, jetzt sind wir zu laut, jetzt müssen wir den Deckel zurück. Mhm. Okay, also das heißt, jetzt ist schon auch ein bisschen Ruhe angesagt. Genau, das Wichtigste, Handy auf lautlos. Ja, das ist immer, das ist die größte Falle. Wenn das losgeht, ne? Dann hast du verloren. Aber dann musst du irgendwie 10 Euro in die Bierkasse. Ja, dann hast du natürlich, dann bist du. Ist er jetzt soweit? Absolute Ruhe, bitte. Wenn die Klappe fällt, müssen alle die Klappe halten. Immer wieder wird eine Szene erst geprobt, dann gedreht. Nach jeder Einstellung, Umbau und das Ganze aus einer anderen Kameraperspektive. Für ein paar Sekunden im fertigen Film dreht man stundenlang. Film ist meistens warten. Wir drehen, Ruhe bitte. Und Ruhe. Und wieder warten. Und dabei Ruhe. Und ganz wichtig, warten. Ja. Gut, und cut. Danke auch. Höhepunkt des Tages, das Mittagessen. Wir dürfen raus und endlich mal quatschen, ohne zu flüstern. Richtig befreiend. Das Catering beim Filmset muss gut sein, denn während der 4,5 Wochen Dreh ist nichts mit selbst einkaufen und kochen. Keine Zeit. Film ist Vollpension. Cool, vielen Dank. Schlechtes Essen heißt schlechte Laune. Und die kann hier keiner gebrauchen.
Ist jetzt schon Ruhe angesagt, oder was? Bitte? Ist jetzt schon Ruhe angesagt, oder was? Ja, ist immer angesagt. Und gefällt es dir beim Film? So, eigentlich schon. Aber muss ich echt sagen, dieses Rumgestehe und Rumgewarte nervt einfach total. Ich habe gestern die ganze Zeit nur rumgehangen und wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann steht man halt rum und denkt, ja, und das Ding ist, beim Film, du hast so lange Wartezeiten, aber wenn es dann Go ist, ey, dann musst du sofort so hochschalten, sofort so hochschießen. Und das ist natürlich klar, erst hängst du so ab und bist so, ja. Daran muss man sich echt gewöhnen und dann so, und jetzt die ganze Blutarie, wir machen das jetzt, Blutkissen, Schauspieler umschminken, ins Mobil oder umziehen, Dann hängen wir halt 10 Stunden rum und ist so irgendwie, weiß ich nicht, halb angespannt, aber trotzdem gelangweilt oder so, oder? Ja, also man ist eigentlich in dieser, genau wie du sagst, man ist in diesem, ja, Standby-Modus eben. Mhm. Ist ja so, wir sind ja hier Standby. Wenn wir nicht rein dürfen wie heute, ich denke, heute sitzen wir den ganzen Tag hier, das ist scheiße. Mhm. Du siehst nicht, was drin los ist. Und das ist. Ja, den ganzen Tag hier in so einem Zimmerchen hängen. Mhm. Gibt Schöneres. Ja, das kann schon mal nervig werden. Jetzt bin ich dabei. Und doch nicht dabei. Bitte! Olli, hast du auch noch eine Dispo für morgen? Lange Tage, wenig Geld und nach jedem Film die Frage, was kommt als nächstes? Wie können die hier jeden Tag wieder motiviert zur Arbeit kommen? Wie schaffen die das? Heute nervt es mich natürlich auch manchmal, freitags nachts hier rumzusitzen oder sonntags nachts irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern an dem See zu stehen und nachts wird es warm und nicht zu Hause bei Freunden zu sein. Du stehst in Tagen, da regnet es einfach 13, 14 Stunden durch, du holst die dritte Regenjacke aus dem Auto, es hört nicht auf, alles, was du anfasst, ist nass. Es kann extrem frustig sein, gar keine Frage, aber wie gesagt, dann stehst du auf einmal mit einem Haufen lustiger Leute wieder 3 Wochen irgendwo in Ibiza am Strand und hast jeden Abend Schnapsklappen, gehst mit 20 Leuten essen, Fisch essen und hast ein tolles Leben und machst nebenbei eben noch einen schönen Film. Das geht halt auch. Kriegst auch noch Geld dafür, dass du eben durch die Welt reist oder so. Ohne das Vorwetterrand, da kommt er. Heute wird, glaube ich, eher ein ruhiger Tag. Ja. Wir haben nur Dreh drinne, nichts draußen. Okay. Also heute wird viel gesessen. Wunderbar. Beim Film ist jeder Tag anders und trotzdem immer gleich. Aufbauen, proben, warten, drehen, warten, umbauen. Das ist das dritte Mal, dass wir diesen Tisch heute umbauen. Das ist die größte Scheiße. Das ist so mit leider eine auch nervige Aufgabe, ne? Das sieht man halt immer, ja, der Set-Tisch muss jetzt da und da. Und du denkst dir jedes Mal so, oh, ich habe ihn heute schon 2 in meiner Hand gehabt. Ich glaube, dass viele denken, so Film ist richtig Action, da geht es halt die ganze Zeit los. Und ich denke aber auch mehr, und das ist halt immer dieser Widerspruch, finde ich, weil was erwarten Sie denn an Action? Weil ich bin nicht mehr hierher gekommen und habe gedacht so, ja geil, ich sehe immer dazu, was die machen und so. Weil meine Aufgabe als Aufnahmeleiter ist ja, dass ich den zuspiele. Das ist so ein bisschen wie beim Fusi, wenn der Typ die Flanke schießt und der andere Stürmer macht das Tor. So, ne? Das ist halt, in dem Fall ist man dann halt der Flankengeber. Und, aber ich glaube halt schon, dass man so ein bisschen, muss ja hier in dem Job auch so ein bisschen Handlanger sein, ne? Jeder hat immer manchmal Aufgaben, die halt nerven. Das ist egal, wo man ist, ob jetzt der Praktikant oder der Azubi ist in der Werkstatt, der halt zum Schluss fegen muss und so. Und das ist halt genau dieses, was auch im Hintergrund passiert, was viele halt nicht einfach ahnen. Das sind die Bänke vom Catering. Die müssen dann wieder reingepackt werden. Wir müssen alle die ganzen Wohnmobile verkabeln. Da müssen wir die Heizung anmachen.
Das sind alles so Sachen, die gehören halt dazu, damit das reibungslos funktioniert. Das ist wie ein Uhrwerk. Riesenaufwand, ne? Das ist eigentlich immer ein Riesenaufwand. Und das Ganze nur für irgend so eine gewisse, ja, 5 Minuten. So, ne? Wo man einfach so denkt, so, ja, aber warum ist das so? Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Olli? Frag doch mal Christian, ob der sein Wasser schon gekriegt hat. Mach ich. Die Arbeit im Hintergrund sieht man nicht im Film. Auch nicht die Menschen hinter der Kamera. Aber ohne jeden einzelnen von ihnen sähe man nix. Gäb's keinen Film. Film ist Teamwork. Was machst denn du jetzt heute noch? Also ich warte jetzt nur noch aufs Foto. Ein Foto? Ein Hochzeitsfoto. Okay. Deswegen die Frisur. Ja. Ist schon, das Kleid hängt drin. Dann wirst du heute noch braun. Für einen kurzen Augenblick fürs Foto. Ja, genau. Mhm. Und wie lange wartest du da jetzt schon? Seit dem Mittagessen. Weiß nicht, seit eins? Echt? Seit ein paar Stunden. Ach, schön. Ja, 4 Stunden für ein Foto. Stellt sich schon immer so ein bisschen cooler vor. Man stellt sich cooler vor und ist auch. Ich habe gerade heute der Taxifahrer, der mich hierher gefahren hat, der hat gesagt, ja, ich habe auch schon mal im Film gespielt. Und ich so, und wie war's? Langweilig, immer diese Wiederholung. Und dann hier Blinker an, Blinker aus und kannst das Auto noch mal so hinstellen und noch mal so. Und dann dachte ich so kurz, dachte mir so, ja, ist schon auch langweilig. Aber das Spielen an sich, wenn ich dann dran bin, das macht mir also großen Spaß. Und noch einmal einen Kuss vielleicht. Und dann wird das Krankenhaus zum Standesamt. Soll ich das mal da? Bei 7 Grad und Nieselregen. So, einmal für euch erstmal. Ne? Ja. Das nicht für euch. So. Oh. 5.10 Uhr, Abfahrt nach Rostock. Ja, Navi sagt rechts rum, rechts, oder? Ja, lass mal ans Navi halten. Mehr als 5 Stunden Schlaf waren heute nicht drin. Für Tünay geht das schon seit Wochen so. Vor der Kamera wird eine eigene Welt geschaffen, eine Fiktion. Aber auch hinter der Kamera ist es eine ganz eigene Welt, die wenig mit dem richtigen Leben zu tun hat. Film ist Ausnahmezustand. Diese 16-Stunden-Tage und so, also wie wir es jetzt in den letzten Tagen hatten, geht es dann doch echt an die Substanz. Vor allen Dingen, wenn man einen Tag frei hat, das ist so wie ein Jetlag. Also man hängt halt und steht morgens trotzdem um 5 Uhr auf, weil man irgendwie über die innere Uhr so tickt. Also es ist echt sowieso ein Jetlag, das ist eigentlich das richtige Wort. Die anderen im Team wissen alle schon, wo sie nach dem Film arbeiten werden. Tünay immer noch nicht. Oh, ich warte, ich sehe euch wieder, alles gut. Moin. In insgesamt 22 Drehtagen muss der Film im Kasten sein, damit alles im Budget bleibt. Zeit frisst Geld. Verzögerungen sind teuer. Auch wenn es ohne Ende schüttet, gedreht werden muss trotzdem. Das gilt für jeden im Team. Da sind wir dann doch alle gleich. Ich bin nur 7 Tage dabei. Und das Team hier hängt seit Wochen aufeinander. Aus dem Weg gehen geht nicht. Nee, aus. Es geht nicht. Was machst du hier? Du spratzt hier dauernd rein. Hm? Das ist die Kamera. Ich habe die Frequenz von dir geändert. Ich komme da nicht klar. Ist jetzt der Roman, wo man hier steht, hier macht voll rein. Musst du doch weiter vorne, wenn nach vorne gehen. Alles mal wieder auf Anfang, bitte. Jungs. Wow. Wenn das umkippt, wäre schlecht. Ja, aber wir kriegen keinen Nebel, Alter. Wenn das uns entgegenkommt, dann kommen wir doch hier gar nicht mehr an. Menschliche Bedürfnisse müssen am Filmset zurückgestellt werden.
oder beiseite, wenn sie im Bild sind. Schokolade ist der Teufel des Herzens, er rettet uns runter. Der Mentalcoach ist da. Film kann einen ganz schön runterziehen. Aber niemand wird hier lange unten gelassen. Das ist schön. Der ständige Ausnahmezustand. Er schafft Nähe. Und das ist der Kleber, der die Crew zusammenhält. Das war nur ein Schnittchen. Ich versuch's mit dem. Danke. Wie lange kann man den ganzen Zirkus eigentlich mitmachen? Hier am Set ist kaum einer älter als 40. Machst du das eigentlich ewig? Also ich meine, ist das jetzt ein Job, den du so bis zur Rente machen kannst oder was? So in meiner jetzigen Lebensplanung gehe ich schon davon aus, dass ich zumindest beim Film bleibe. Solange wie es geht. Solange wie es geht und ich Lust habe, solange ich mich noch motivieren kann. Vielleicht ist man noch irgendwann so satt und also wenn man keine Begeisterung für den Job hat, bringt es halt jemand. Wenn man nur abliefert, dann ist es halt auch. Also du stehst mit 60 noch hier? Höchstwahrscheinlich. Vielleicht nicht in Rostock-Warnemünde, aber in irgendeinem Set wahrscheinlich schon. Oder meine 12,50 Euro sofortlos Rente greift. Mit Glück dann. Ja. Nee, aber sonst tatsächlich gehe ich davon aus, dass ich eigentlich beim Film bleibe. Die letzten Nächte waren es dann immer nur 4 oder so. Da freut man sich schon fast so. Filmleute sind wie Marathonläufer. Doch das Rennen ist nie vorbei. Danke. Beim Film kommt nach dem Ziel oft schon der nächste Start. Das bedeutet ein Leben im Ausnahmezustand. Total anstrengend. Aber eben auch besonders. Und genau das ist es, was die Menschen hier anzieht. Sag mal, hast du jetzt eigentlich schon mal mit Markus, also hier mit deinem Chefe gesprochen? Wegen dem nächsten Film, weißt du schon was? Also ich habe von Markus ein Angebot bekommen. Leider echt? Fällt. Ja, cool. Ja, das wäre eine Kinoproduktion. Und ich hatte gestern noch mit der Aufnahmeleitung gesprochen. Und da haben wir halt über zukünftige Projekte gesprochen. Er hat halt gefragt, was ich in der Zukunft machen will. Ja. Somit habe ich auch mein Ziel erreicht. Ich freue mich aber echt auch auf den Drehschluss. Ey. Ich glaube, wirklich, wenn ich zu Hause bin, ich penne erstmal 2 Tage durch. Ist ja klar, weil man hat ja echt 15-Stunden-Tage. Man ist immer auf den Beinen, man hat immer Rock'n'Roll irgendwie. Der Puls ist immer so ein bisschen gewiss hoch, weil irgendwann kommt eine schnelle Ansage, ey, jetzt muss das und das schnell kommen. Aber um ehrlich zu sein, werde ich es auch vermissen. Es ist doch immer so. Also man hat doch immer diese Momente, wo man dann so denkt, egal was man, wenn man so eine Arbeit macht und man liebt das Team und man liebt die Arbeit, egal wie nervig es ist, der Tag, es regnet draußen, man ist nass und so. Aber wenn man dann halt zu Hause hängt, dann denkt man auch so, ja, aber man hatte irgendwie diese Aufgabe, man hatte halt Spaß und so. Und das werde ich dann schon vermissen. Aber Bänke werde ich auf jeden Fall nicht vermissen. Geht es? Wollen die das? Heute nervt es mich natürlich auch manchmal, freitags nachts hier rumzusitzen oder sonntags nachts irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern an einem See zu stehen und nachts wird es warm und nicht zu Hause bei Freunden zu sein. Du stehst in Tagen, da regnet es einfach 13, 14 Stunden durch, du holst die dritte Regenjacke aus dem Auto, es hört nicht auf, alles was du anfasst ist nass, es kann extrem frustig sein, gar keine Frage, aber wie gesagt, dann stehst du auf einmal mit einem Haufen lustiger Leute wieder 3 Wochen irgendwo in Ibiza am Strand und hast jeden Abend Schnapsklappen, gehst mit 20 Leuten essen, Fisch essen und hast ein tolles Leben und machst nebenbei irgendwie noch einen schönen Film. Das geht halt auch. Das Geld dafür, ja. Kriegst auch noch Geld dafür, dass du eben durch die Welt reist oder so. Mhm. Ja. Ohne Dispo weggerannt, ja. Da kommt er. Heute wird, glaube ich, eher ein ruhiger Tag. Ja. Wir haben nur Dreh drinne. Nichts draußen. Okay. Also heute wird viel gesessen. Wunderbar. Beim Film ist jeder Tag anders und trotzdem immer gleich. Aufbauen, proben, warten, drehen, warten, umbauen. Das ist
das dritte Mal, dass wir diesen Tisch heute umbauen. Das ist die größte Scheiße. Aber das ist so mit leider eine auch nervige Aufgabe, ne? Dass sie dann halt immer, ja, der Set-Tisch muss jetzt da und da. Und du denkst dir jedes Mal so, oh, ich hab ihn heute schon zweimal in der Hand gehabt. Ich glaube, dass viele denken, so Film ist richtig Action, da geht es halt die ganze Zeit los. Und ich denke aber auch mehr, und das ist halt immer dieser Widerspruch, finde ich, weil was erwarten Sie denn an Action? Weil ich bin nicht mehr hierher gekommen und habe gedacht so, ja geil, ich sehe immer dazu, was die machen und so. Weil meine Aufgabe als Aufnahmeleiter ist ja, dass ich denen zuspiele. Das ist so ein bisschen wie beim Fusi, wenn der Typ die Flanke schießt und der andere Stürmer macht das Tor. So, ne? Das ist halt, in dem Fall ist man dann halt der Flankengeber. Und, aber ich glaube halt schon, dass man so ein bisschen, muss ja hier in dem Job auch so ein bisschen Handlanger sein, ne? Jeder hat immer manchmal Aufgaben, die halt nerven. Das ist egal, wo man ist, ne? Ob jetzt der Praktikant oder der Azubi ist in der Werkstatt, der halt zum Schluss fegen muss und so. Und das ist halt genau dieses, was auch im Hintergrund passiert, was viele halt nicht einfach ahnen. Das sind die Bänke vom Catering. Die müssen dann wieder reingepackt werden. Wir müssen alle die ganzen Wohnmobile verkabeln. Da müssen wir die Heizung anmachen. Das sind alles so Sachen, die gehören halt dazu, damit das reibungslos funktioniert. Das ist wie ein Uhrwerk. Riesenaufwand, ne? Das ist eigentlich immer ein Riesenaufwand. Und das Ganze nur für irgend so eine gewisse, ja, 5 Minuten. So, ne? Wo man einfach so denkt, so, ja, aber warum ist das so? Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Olli? Frag doch mal Christian, ob der sein Wasser schon gekriegt hat. Wann kannst du kommen? Heute wird, glaube ich, eher ein ruhiger Tag. Ja. Wir haben nur Dreh drinne, nichts draußen. Okay. Also heute wird viel gesessen. Wunderbar. Beim Film ist jeder Tag anders und trotzdem immer gleich. Aufbauen, proben, warten, drehen, warten, umbauen. Das ist das dritte Mal, dass wir diesen Tisch heute umbauen. Das ist die größte Scheiße. Das ist so mit eine auch nervige Aufgabe, ne? Dass sie dann halt immer, ja, der Set-Tisch muss jetzt da und da. Und du denkst dir jedes Mal so, oh, ich hab ihn heute schon zweimal in der Hand gehabt. Ich glaube, dass viele denken, so Film ist richtig Action. Da geht's halt die ganze Zeit los. Und ich denke aber auch mehr, und das ist halt immer dieser Widerspruch, finde ich, weil was erwarten Sie denn an Action? Weil ich bin nicht mehr hierher gekommen und habe gedacht so, ja geil, ich sehe immer dazu, was die machen und so. Weil meine Aufgabe als Aufnahmeleiter ist ja, dass ich denen zuspiele. Das ist so ein bisschen wie beim Fusi, wenn der Typ die Flanke schießt und der andere Stürmer macht das Tor. So, ne? Das ist halt, in dem Fall ist man dann halt der Flankengeber. Und, aber ich glaube halt schon, dass man so ein bisschen, muss ja hier in dem Job auch so ein bisschen Handlanger sein, ne? Jeder hat immer manchmal Aufgaben, die halt nerven. Das ist egal, wo man ist, ne? Ob jetzt der Praktikant oder der Azubi ist in der Werkstatt, der halt zum Schluss fegen muss und so. Und das ist halt genau dieses, was auch im Hintergrund passiert, was viele halt nicht einfach ahnen. Das sind die Bänke vom Catering. Die müssen dann wieder reingepackt werden. Wir müssen alle die ganzen Wohnmobile verkabeln. Da müssen wir die Heizung anmachen. Das sind alles so Sachen, die gehören halt dazu, damit das reibungslos funktioniert. Das ist wie ein Uhrwerk. Riesenaufwand, ne? Das ist eigentlich immer ein Riesenaufwand. Und das Ganze nur für irgend so eine gewisse, ja, 5 Minuten. So, ne? Wo man einfach so denkt, so, ja, aber warum ist das so? Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Olli? Frag doch mal Christian, ob der sein Wasser schon gekriegt hat. Mach ich. Die Arbeit im Hintergrund sieht man nicht im Film, auch nicht die Menschen hinter der Kamera. Aber ohne jeden einzelnen von ihnen sähe man nix, gäb's keinen Film. Film ist Teamwork. Was machst denn du jetzt heute noch? Also ich warte jetzt nur noch aufs Foto. Ein Foto? Ein Hochzeitsfoto. Okay. Deswegen die Frisur, ja. Ist schon, das Kleid hängt drin. Dann wirst du heute noch braun. Für einen kurzen Augenblick fürs Foto. Ja, genau. Und wie lange wartest du da jetzt schon? Seit dem Mittagessen. Weiß nicht, seit heute echt dran. Steht man halt rum und denkt, ja, und das Ding ist, beim Film, du hast lange Wartezeiten. Aber wenn es dann
Go ist, ey, da musst du sofort so hochschalten, sofort so hochschießen. Und das ist natürlich klar, erst hängst du so ab, und so, ja. Daran muss man sich echt gewöhnen und dann so, und jetzt die ganze Blutarie, wir machen das jetzt, Blutkissen, Schauspieler umschminken, ins Mobil oder umziehen, Dann hängen wir halt 10 Stunden rum und ist so irgendwie, weiß ich nicht, halb angespannt, aber trotzdem langweilt oder so, oder? Ja, also, man ist eigentlich in dieser, genau wie du sagst, man ist in diesem, ja, Standby-Modus eben. Mhm. Ist ja so, wir sind ja hier Standby. Wenn wir nicht rein dürfen wie heute, ich denke, heute sitzen wir den ganzen Tag hier, das ist scheiße. Mhm. Weil du siehst nicht, was drin los ist. Und das ist. Ja, den ganzen Tag hier in so einem Zimmerchen hängen. Mhm. Gibt Schöneres. Ja, das kann schon mal nervig werden. Jetzt bin ich dabei. Und doch nicht dabei. Bitte! Olli, hast du auch noch eine Dispo für morgen? Lange Tage, wenig Geld und nach jedem Film die Frage, was kommt als nächstes? Wie können die hier jeden Tag wieder motiviert zur Arbeit kommen? Wie schaffen die das? Heute nervt es mich natürlich auch manchmal, freitags nachts hier rumzusitzen oder sonntags nachts irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern an einem See zu stehen und nachts wird es warm und nicht zu Hause bei Freunden zu sein. Du stehst in Tagen, da regnet es einfach 13, 14 Stunden durch, du holst die dritte Regenjacke aus dem Auto, es hört nicht auf, alles, was du anfasst, ist nass. Es kann extrem frustig sein, gar keine Frage, aber wie gesagt, dann stehst du auf einmal mit einem Haufen lustiger Leute wieder 3 Wochen irgendwo in Ibiza am Strand und hast jeden Abend Schnapsklappen, gehst mit 20 Leuten essen, Fisch essen und hast ein tolles Leben und machst nebenbei eben noch einen schönen Film. Das geht halt auch. Kriegst auch noch Geld dafür, dass du eben durch die Welt reist oder so. Ohne das Vorwetterin, da kommt er. Heute wird, glaube ich, eher ein ruhiger Tag. Ja. Wir haben nur Dreh drinne. Nichts draußen. Okay. Also heute wird viel gesessen. Wunderbar. In den Wald kommen muss. Erst im Schnitt werden die Szenen dann in die richtige Reihenfolge gebracht. Nach Drehschluss dauert es dann noch so 2 Monate, bis der Film komplett fertig ist. Ja? Wo? Moin. Nächster Tag, 8 Uhr morgens. Heute drehen wir an der Werft. In den letzten 3 Tagen habe ich niemanden außer meinen Kollegen gesehen. Vom Frühstück bis zum Feierabendbier spät abends. Die Arbeit beim Film schafft Nähe, ob du willst oder nicht. Soll ich das da draufpacken oder nach hinten, René? Nee, hinten ist voll. Ja. Noch irgendwas? Ja, du, weißt du, wo die Container sind? Ja, da, wo die ganzen Container stehen. Genau, und der blaue. Blaue, ne? Genau, ja. Ich komme auch mit und baue mit auf, wenn da noch irgendwo Platz ist. Soll ich rüber? Hier von der anderen Seite. Das hier ist Fahle. Vor 15 Jahren hat auch er mal als Setrunner angefangen. Eigentlich wollte er studieren. Wenn du hier dich langsam reindrehst, können wir da schon. Jetzt ist er Oberbeleuchter. Er hat sich hochgearbeitet zum Chef der Lichtcrew. Beim Film brauchst du eher Durchhaltevermögen als einen Uniabschluss. Woher kommt das eigentlich, dass so viele Leute aber Film machen wollen? Also das Image ist ja schon ganz schön gut. Das Image ist was? Gut? Gut. Ja, natürlich ist es gut. Ist doch auch ein spannendes Metier, oder? Du triffst auf Menschen, die du sonst nur aus dem Fernsehen kennst. Du arbeitest an verrückten Orten. Du arbeitest zu Zeiten, wo kein anderer arbeitet. Du kriegst 3-mal am Tag Essen gereicht. Und ja, du musst dich um nichts mehr selber kümmern. Du musst dich um nichts mehr selber kümmern. Und irgendwann verdienst du halt auch halbwegs Geld damit. Und manchmal ist Film einfach nur ein Spielplatz für Erwachsene. Was habt ihr jetzt? Mit verdammt teurem Spielzeug. Nochmal.
Gespielt wird auch mit Puppen. Damit dem Wichtigsten hier am Set bei Stunts nichts passiert. Ja, ich komm gleich. Der kriegt voll eine rein. Double und Puppe. Also das geht gar nicht. Du dir selber eins in die Fresse. Den mach ich platt. Wie, die Puppe oder das Double? Beide. Du wagst es, mich zu imitieren. Hier am Filmset dreht sich ja schon sehr viel, wenn nicht alles irgendwie so um dich als Schauspieler. Wie ist denn das so? Am Anfang hat mich das irritiert, weil es am Theater so gar nicht ist. Da musste immer um aufmerksam buhlen. Ich weiß nicht, woher das herkommt. Das hat ja seine Wurzel, glaube ich, daran, dass es Steven gab, die das eingefordert haben, aber dass auch man, weil die Hektik so hoch ist und der Zeitdruck so hoch ist, dass man uns aber das Gefühl geben will, wir kriegen die Zeit, die wir brauchen. Mittlerweile kriege ich es nicht mehr mit, weil man so konzentriert ist und neuer Drehtag. 2 Stunden vor Drehbeginn. Wir sind immer als Erste da, um die Base, also das Lager für den Dreh, aufzubauen. Die anderen trudeln nach und nach ein. 2 Maskenbildnerinnen, 3 Garderobieren, 7 Beleuchter, 1 Requisiteurin, 5 von der Kameraabteilung, 2 vom Ton, die Aufnahmeleitung, der Produktionsleiter, 1 Regisseur, 1 Regieassistenz, die beiden Hauptdarsteller, 3 Statisten. Insgesamt etwa 40 Leute. Ein Riesenzirkus. Läuft. Und bitte. Und Tünay und ich, wir passen auf, dass keiner den Dreh stört. Sag mal, ist das eigentlich dein erster Film? Ja. Was hast du vorgemacht? Mucke, Musik. Ich war Stage Manager und Backliner. Mit Backliner habe ich angefangen. Okay. Dann habe ich Ton gemischt. Ist ja halt gar nicht so schlecht. Warum willst du nicht jetzt nochmal ein Praktikum beim Film machen? Ja, aber ich habe 10 Jahre jetzt diese Musik nochmal gemacht und wollte mal neue Luft schnuppern, denke ich. Mein Hauptziel ist eigentlich nur Connections. Also sein Netzwerk zu erweitern. Weil ich meine, die Reise, wo sie hingeht, ist ungewiss. Aber man muss halt mit dem ersten Schritt beginnen. Und das ist auch das Interessante daran. Mhm. Hier hast du jetzt alleine schon wieder 40 Leute kennengelernt. So, und wenn du dich überall irgendwie ganz gut anstellst, dann ist automatisch, dass sie sagen, ey, der Typ war ganz gut, lass ihn mal anrufen. Das ist natürlich auch eine Glückssache, aber das ist auch eine Einstellungssache. Und was ist, wenn der Film hier vorbei ist? Was machst du dann? Wenn der Film vorbei ist, rede ich mit der Aufnahmeleitung, frage, ob ein nächstes Projekt ansteht. Und dann mal gucken. Keine Gedanken mehr. Film gibt dir keine Sicherheit und auch nicht wirklich viel Kohle. Was nehmen die hier alles in Kauf, um dabei zu sein? Was gibt dieser Job den Leuten hier, was sie woanders nicht finden? Gedreht wird nicht chronologisch, das spart Geld. Heute zum Beispiel drehen wir alle Szenen, die im Wald spielen, damit das Team nicht mehrmals in den Wald kommen muss. Erst im Schnitt werden die Szenen dann in die richtige Reihenfolge gebracht. Nach Drehschluss dauert es dann noch so 2 Monate, bis der Film komplett fertig ist. Ja? Wo? Moin. Nächster Tag, 8 Uhr morgens. Heute drehen wir in der Werft. In den letzten 3 Tagen habe ich niemanden außer meinen Kollegen gesehen. Vom Frühstück bis zum Feierabendbier spät abends. Die Arbeit beim Film schafft Nähe. Alles klar, das sag ich. So, also jetzt können Sie 2 Minuten noch mal weiter baggern und dann kommt gleich noch mal das Zeichen. Wird sofort gemacht. Nichts mit Krimi und Knarren. Und knallen darf's auch nicht. Na toll. Cut. Also ihr könnt wieder ein bisschen baggern. Wir gehen auf Anfang zum Drehen. Achtung bitte. So, die drehen jetzt gleich nochmal. Also gleich. Dann Achtung, absolute Ruhe bitte, wir drehen.
Erster Tag und meine Begeisterung bröckelt. Neuer Drehtag. 2 Stunden vor Drehbeginn. Wir sind immer als Erste da, um die Base, also das Lager für den Dreh, aufzubauen. Die anderen trudeln nach und nach ein. 2 Maskenbildnerinnen, 3 Garderobieren, 7 Beleuchter, 1 Requisiteurin, 5 von der Kameraabteilung, 2 vom Ton, die Aufnahmeleitung, der Produktionsleiter, 1 Regisseur, 1 Regieassistenz, die beiden Hauptdarsteller, 3 Statisten. Insgesamt etwa 40 Leute. Ein Riesenzirkus. Läuft. Und bitte. Und Tünay und ich, wir passen auf, dass keiner den Dreh stört. Sag mal, ist das eigentlich dein erster Film? Ja. Hast du das vorgemacht? Mucke, Musik. Für Stage Manager und Backliner. Mit Backliner habe ich angefangen. Okay. Dann habe ich Ton gemischt. Ist ja halt gar nicht so schlecht. Warum willst du jetzt nochmal ein Praktikum beim Film machen? Ja, aber ich habe 10 Jahre jetzt diese Musik nochmal gemacht und wollte mal neue Luft schnuppern, denke ich. Mein Hauptziel ist eigentlich nur Connections. Also sein Netzwerk zu erweitern. Weil ich meine, die Reise, wo sie hingeht, ist ungewiss. Aber man muss halt mit dem ersten Schritt beginnen. Und das ist auch das Interessante daran. Mhm. Hier hast du jetzt alleine schon wieder 40 Leute kennengelernt. So, und wenn du dich überall irgendwie ganz gut anstellst, dann ist automatisch, dass sie sagen, ey, der Typ war ganz gut, lass ihn mal anrufen. Ob das ist natürlich auch eine Glückssache, aber das ist auch eine Einstellungssache. Und was ist, wenn der Film hier vorbei ist? Was machst du dann? Wenn der Film... Das ist immer angesagt. Gefällt es dir beim Film? Aber muss ich echt sagen, dieses Rumgestehen und Rumgewarte nervt einfach total. Ich habe gestern die ganze Zeit nur rumgehangen und wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann stimmt, da muss ich echt dran. Steht man halt rum und denkt, ja, und nun? Das Ding ist, beim Film, du hast so lange Wartezeiten, aber wenn es dann Go ist, ey, da musst du sofort so hochschalten, sofort so hochschießen. Und das ist natürlich klar, erst hängst du so ab und bist so, ja. Daran muss man sich echt gewöhnen und dann so, und jetzt die ganze Blutarie, wir machen das jetzt, Blutkissen, Schauspieler umschminken, ins Mobil oder umziehen, Dann hängen wir halt 10 Stunden rum und ist so irgendwie, weiß ich nicht, halb angespannt, aber trotzdem gelangweilt oder so, oder? Ja, also, man ist eigentlich in dieser, genau wie du sagst, man ist in diesem, ja, Stand-by-Modus eben. Mhm. Ist ja so, wir sind ja hier Stand-by. Wenn wir nicht rein dürfen wie heute, ich denke, heute sitzen wir den ganzen Tag hier, das ist scheiße. Mhm. Weil du siehst nicht, was drin los ist. Und das ist... Ja, den ganzen Tag hier in so einem Zimmerchen hängen. Mhm. Gibt Schöneres. Ja, das kann schon mal nervig werden. Jetzt bin ich dabei. Und doch nicht dabei. Bitte. Olli, hast du auch noch eine Dispo für morgen? Lange Tage, wenig Geld und nach jedem Film die Frage, was kommt als nächstes? Wie können die hier jeden Tag wieder motiviert zur Arbeit kommen? Wie schaffen die das? Heute nervt es mich natürlich auch manchmal, freitags nachts hier rumzusitzen oder sonntags nachts irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern an einem See zu stehen und nachts wird es warm und nicht zu Hause bei Freunden zu sein. Du stehst in Tagen, da regnet es einfach 13, 14 Stunden durch, du holst die 3. Regenjacke aus dem Auto, es hört nicht auf, alles, was du anfasst, ist nass. Es kann extrem frustig sein, gar keine Frage, aber wie gesagt, dann stehst du auf einmal mit einem Haufen lustiger Leute wieder 3 Wochen irgendwo in Ibiza am Strand und hast jeden Abend Schnapsklappen, gehst mit 20 Leuten essen, Fisch essen und hast ein tolles Leben und machst nebenbei irgendwie noch einen schönen Film. Das geht halt auch. Kriegst auch noch Geld.